Zurück in die Schule, unsere neuen Regeln. Viele Wochen war unsere Schule geschlossen. Jetzt dürfen die ersten Kinder zurückkommen. Damit das klappt, müssen sich alle an Regeln halten, die überall gelten. Viele kennst du auch schon vom Einkaufen. Diese Regeln gelten jetzt in unserer Schule. Die Maskenpflicht gilt auch in der Schule. Du musst deshalb im Schulhaus und auf dem Schulhof Mund und Nase bedecken. Nur wenn du in deinem Klassensaal an deinem Platz bist, darfst du den Schutz abnehmen. Zwischen dir und den anderen Kindern und Erwachsenen muss immer ein Abstand von 2 Metern sein. Der Abstand gilt überall, auf dem Schulweg, im Schulhof, in den Fluren, auf der Toilette und natürlich auch in unserem Klassensaal. Im Klassensaal stehen die Tische deshalb jetzt weit auseinander und jedes Kind sitzt alleine. Auch wenn es ganz schön schwierig ist, denke daran, dass du deine Freunde nicht berührst oder umarmst und deiner Lehrerin oder deinem Lehrer darfst du auch nicht die Hand geben. Und Raufereien auf dem Schulhof? Naja, das wird ein bisschen schwierig bei einem Abstand von 2 Metern und so ganz ohne Berührung und Umarmung. Außerdem passen deine Lehrerinnen und Lehrer nicht nur im Schulhaus, sondern natürlich auch in der Pause auf, dass sich alle an die neuen Regeln halten, denn sie dienen dem Schutz aller Kinder und Erwachsener. Für deinen eigenen Schutz ist es ganz wichtig, dass du dein Gesicht nicht mit der Hand berührst. Also bitte nicht mit der Hand an Mund, Augen oder Nase fassen. Wenn du husten oder niesen musst, halte viel Abstand von anderen. Drehe dich am besten zur Seite und vor allem niese oder huste immer in deine Armbeuge. Hände waschen ist besonders wichtig. Nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen, nach dem Busfahren, wenn du Treppengeländer, Türgriffe oder Haltegriffe angefasst hast, vor und nach dem Essen, nachdem du auf der Toilette warst und wenn du in den Klassensaal kommst. Hände waschen dauert übrigens so lange wie 2-mal Happy Birthday zu singen. Benutze immer Seife, schäume alle Stellen der Hände gründlich ein, wasche die Seife ab und trockne die Hände zum Schluss gut ab. Wir sind ganz sicher, dass du es schaffst, die neuen Regeln zu beachten. Und weil alle Kinder und Erwachsenen unserer Schule das schaffen, können bald alle wieder in die Schule kommen. Wir freuen uns auf dich.